So, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Natürlich auch an alle unsere Zuschauer zu Hause bei YouTube und bei Facebook. In der Liquimoli-Handball-Bundesliga die SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch auf Göppingen mit dem finalen Endstand von 30-23. Ganz herzlich neben mir möchte ich gerne den Frischauf-Trainer Hartmut Meierhofer begrüßen. Hallo. Und wie immer zu meiner rechten SG-Cheftrainer Mike Machulla. Hartmut, du hast bei uns das erste Wort. Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung deiner Mannschaft und habt ihr das umsetzen können, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, Glückwunsch an Mike und an die SG. Wir haben nicht über die 60 Minuten das umsetzen können. Deswegen geht es auch dann am Ende so deutlich aus. Zu Beginn schenken wir dann gleich zwei Bälle weg und stehen dann auch gleich in Unterzahl, was die SG wirklich sehr, sehr gut macht. Das Überzahlspiel und sehen uns dann relativ schnell in einem Rückstand gegenüber. Zweite Halbzeit machen wir das deutlich besser, auch was die Abwehrarbeit betrifft. Schaffen es auch zweimal dann wirklich auf drei Tore ranzukommen. Da hat die Mannschaft kämpferisch das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch vorne dann gute Ansätze gezeigt. Aber schießen uns dann natürlich dann mit dem Wechselfehler ins eigene Knie. Und am Ende des Tages, ja, können wir sicherlich mit den 60 Minuten nicht zufrieden sein, weil es einfach auch zu wechselhaft war. Vielen Dank für deine Einschätzung. Mike, nach dem bitteren Ausfall von Franz Semper am Freitag musstest du ja einiges umstellen. Wie verlief denn das Spiel heute aus deiner Sicht? Ja, schönen guten Tag. Danke Hartmut für die Glückwünsche. Ja, das war natürlich nicht einfach nach Franz jetzt, nach so einer Diagnose dann wirklich auch... Ja, wir haben natürlich mit Röth noch Alternativen, ist klar, aber wir müssen schon auch gucken, dass wir dann auch die Belastung verteilen und haben uns gestern so ein bisschen mit drei Rechtshändern vorbereiten können, aber dann auch nicht in der Intensität, wie ich es gerne wollte, weil auf einmal Jöran Johannessen nicht richtig mittrainieren konnte und Messern auch noch was passiert ist. So, von daher war das Vorbereitungstraining nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Trotzdem bin ich natürlich, oder deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden, wie wir das heute gemacht haben, aufgrund der Umstände. Ich finde, wir haben heute viel Fokus auf die Abwehr gelegt. Wir haben wirklich geguckt, dass wir die Kreise von Smarason einengen, der unglaubliche Qualitäten hat, die wir natürlich hier schon viele Jahre hier gegen Aalborg immer auch gesehen haben, was er leisten kann, wenn er Platz bekommt. Und das hat er am Anfang sehr, sehr gut gemacht. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Aber dann über die Dauer des Spiels haben wir es besser verteidigt und ja, haben uns dann auch einen komfortablen Vorsprung herausgespielt, was uns Sicherheit gegeben hat. Vorne haben wir sehr klug und sehr strukturiert gespielt und haben da angegriffen, wo wir es gerne wollten. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, lassen wir Göpping noch mal zweimal auf drei Tore heran. Das finde ich ein bisschen unnötig, weil wir da ein bisschen die Konsequenz vermissen lassen, einfach dann weiter auch Druck zu machen Richtung Tor. Göpping hat dann aber auch ein paar gute Abschlüsse gehabt, wo sie ja frei zum Wurf kamen, wo wir es dann auch nicht mehr so gut verteidigt haben. Aber die Qualität der Mannschaft ist es halt auch, wenn du halt unter Druck stehst und wenn du eine Mannschaft wieder zurückkommt, dass wir dann auch immer in der Lage sind, noch mal Druck zu machen und dann auch Nadelstiche zu setzen. Und das haben wir gemacht. 15 Minuten vor Schluss, muss man auch sagen, kommt natürlich dann auch nochmal Jöran Johannessen frisch von der Bank und greift dann auch nochmal eine Abwehr an, die dann auch schon 45 Minuten verteidigt hat. Das hilft uns auch extrem. So, und jetzt haben wir Magnus Röth dann auch noch im Spiel verloren, sodass wir dann auch gezwungen waren, mit drei Rechtshändern zu spielen. Das hat phasenweise ganz gut geklappt, aber wir müssen halt tatsächlich da wirklich weiter dran arbeiten. Das muss besser sein. Wir können den Druck nicht nur auf zwei Positionen legen. So, da müssen wir uns was einfallen lassen, aber zwei hart erkämpfte Punkte gegen einen richtig guten Gegner und deswegen sind wir sehr zufrieden. Danke dir. Wir haben eine Frage in unserer WhatsApp-Gruppe von den Journalisten an dich, Mike. Wie hat denn in deinen Augen das Spiel mit den drei Rechtshändern im Rückraum funktioniert und wie hast du dabei Mats Mensah-Larsen gesehen? Ja, habe ich ja gerade schon so ein bisschen beantwortet. Ich finde, dass wir nicht den gleichen Druck natürlich bekommen wie mit Röth und mit Franz. Das ist ganz klar. Wir sind da ein bisschen eingeschränkt. Trotzdem gibt es natürlich Bewegungen, wo wir ja, Situationen kreieren können, die wir nutzen können und wollen. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Ich finde, mit Mess haben wir da auf jeden Fall einen Spieler, der auf dieser Position jetzt nicht ungeübt ist oder ist ihm nicht fremd, weil er halt in der Nationalmannschaft auch sehr, sehr viel als Dritter oder als Rechtshänder gespielt hat auf der Position. Ja, und von daher werden wir uns jetzt zusammensetzen, ein paar Sachen uns überlegen, was wir da machen können, weil ich glaube, das werden die nächsten Spiele, wird das die Angriffsformation sein, die uns zur Verfügung steht. Und da müssen wir auf jeden Fall ein paar Sachen ändern, aber ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt noch mehr Fokus auf die Abwehr legen. Vielen Dank dir. Wir wünschen euch eine sehr gute Rückreise nach Göppingen. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder am 16. Dezember auch wieder in der Liquimoli-Handball-Bundesliga gegen TuS Essen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.